Herzlich willkommen zum heutigen Interview. Mein heutiger Interviewpartner ist der Marco Kratzer. Er ist Inhaber, Gründer und Geschäftsführer von der Across Advisory. Das ist ein Treuhandbüro. Er hat aber auch schon mal einen Donutladen gehabt und das mit Nummer 27. Also es wird sicher ein mega spannendes Gespräch. Ich freue mich mega, dass du da bist. Hi Marco, wie geht's dir? Oh, gut, danke dir Nico. Wie geht's dir? Merci, sehr, sehr gut. Hey, ich habe gesagt, eben im Moment, also den Donutladen hast du nicht mehr, aber auf das kommen wir später wieder zurück. Across Advisory, 27, ein eigenes Treuhandbüro. Erzähl mir mehr, wie hat das funktioniert, wie ist das gegangen? Ja, danke Nico, erstmal, dass du mich da hast. Wie bin ich auf das Ganze gekommen? Wie ist Across Advisory entstanden? Das ist eigentlich ein bisschen simpel. Ich habe das Leben lang im Treuhand gearbeitet. Hat die Lehre im Treuhand gemacht. Habe nachher gedacht, ich muss zu den Grossen gehen. Ernst & Young, KPMG, OBT. Ich bin dann bei Matic Sutter gelandet. Ein Jahr lang dort gearbeitet. Und ein bisschen festgestellt, der Kundennutzen ist nicht mehr so da. Im Treuhand. Und es hat eine extreme Überalterung. So, es ist wirklich halt, man macht sich als Treuhänder erst so irgendwie 40, 50 selbstständig. Und als Treuhänder denkt man immer an so den älteren Herr, der im Büro hockt. Und dann habe ich gefunden, nein, das kann ich besser. Und habe mich mit 23 neben dem Studium noch selbstständig gemacht, in der Crossadvisory, und habe gefunden, das geht noch ein Stückchen besser. Okay, 23. Ja. Was hast du studiert? Ich habe Betriebswirtschaft gemacht. Betriebswirtschaft. Du hast vorher das KV gemacht. Mhm. Wenn ich das richtig im Kopf habe, dann laut LinkedIn machst du aktuell die Ausbildung zum Treuhandexperten. Voll. Also das heisst, du hast eigentlich einfach während dem Studium mit dem KV das Gefühl gehabt, ich mache jetzt ein Treuhandunternehmen auf, ohne dass du irgendwie Treuhandexperte bist und weiss ich nicht was. Geht das einfach so? Ist das völlig ein unreglementierter, regulierter Markt, sage ich jetzt, dass du kannst sagen, ich bin Treuhänder, ich brauche keine Ausbildung dafür und oder hättest du irgendetwas gebraucht oder hast du auch Mitarbeiter gebraucht, die etwas mitbringen? Nein, leider nicht. So, ich finde es auch gut, wenn eigentlich irgendeine Regulierung würde geben. Nein, man kann sich einfach Treuhänder nennen. Diplomierte Treuhand-Experte, der ist wieder geschützt. Und Treuhand-Fachmann, der ist auch geschützt. Aber Treuhänder an sich ist nicht geschützt. Und darum kann man sich eigentlich, jeder kann sich Treuhänder nennen und selbstständig machen. Wieso ich denke, ich kann es, weil ich es schon seit der Lehre eigentlich mache. Also ich habe das schon 7 Jahre lang gemacht und 7 Jahre lang alles gemacht. So von Buchhaltung, Lohnbuchhaltung, Abschluss, Gespräch, neue Kunden gewonnen, eigentlich alles schon gemacht, ohne dass irgendjemand darüber geschaut hat. Und darum habe ich gefunden, wieso kann ich das nicht auch selber? Mit 23. wie du jetzt gesagt hast, oder? Ich glaube, die meisten stellen sich ja dann, wenn sie an einen Treuhänder denken, eben eher einen älteren Herr vor, der vielleicht im Büro hockt und so weiter. Wie hast du erste Kunden gewonnen? Wie hast du es nachher geschafft? Ich meine, mal eine Firma auftun und sagen, ich bin Treuhänder, ist das eine. Aber wie hast du es geschafft, dass du wirklich Kunden gewonnen hast und irgendwie auch effektiv Umsatz generiert hast? Ja, es war am Anfang sicher hart gewesen, weil 2020 Corona hat angefangen und ich habe gefunden, ich mache mich selbstständig und ich habe, dort hat es kein Corona gegeben, gerade einen Monat vorher, wo ich den Schritt gemacht habe und schon gegründet habe. Ich habe gedacht, ich gehe raus zu Geschäften, Leute an, gehe vorbei, zeige, wie ich bin. Und nachher war alles plötzlich bei Zoom gewesen. Ich habe zuerst mal eigentlich Friends, Families und Kollegen, Bekannte bin ich angegangen, wo ich gewusst habe, die haben das geschafft. Das ist zum Teil gut gegangen, zum Teil auch nicht, weil die gefunden haben, die kennen mich ja und nachher plötzlich die Hose runterlassen von einem Bekannten, weil ich sehe ja alles, ist noch schwierig. Ich bin nachher recht schnell eigentlich gewachsen durch Weiterempfehlungen, weil die haben so ein Vertrauensdienstleistung ist und wenn man eine Person vertraut und die gute Arbeit macht, macht es die. Und dann ein Jahr später habe ich eigentlich LinkedIn entdeckt und dort habe ich durch den Nick Metzger, bin ich im Consulting bei ihm und er hat mir gesagt, LinkedIn ist the way to go. Ich habe es ein bisschen ausprobiert und jetzt seitdem eigentlich aktiv auf LinkedIn
Und aktuell gewinnen wir am meisten Kunden über LinkedIn Weiterempfehlungen. Okay. Treuhand ist ja relativ breit gefasst. Du hast alles gemacht. Hast du dich da oder habt ihr euch da auf etwas spezialisiert? Steuern, Buchhaltung, Jahresabschluss? Oder machst du eigentlich komplett alles? Und warum, wenn ich jetzt bereits ein Unternehmen habe, bei irgendeinem Treuhänder bin, warum sollte ich zu dir kommen? Was macht ihr besser? Ja, das ist so ein bisschen immer schwierig. Wir haben uns mal spezialisieren im Kryptobereich, weil ich sehr viel Know-how habe in dem Bereich. Wir haben aber gefunden, dass es ein bisschen saisonal ist. Und wir haben uns jetzt so positioniert, dass wir für Unternehmer da sind, die wachsen wollen. Die sagen, ich bin an Punkt A, ich will an Punkt B, das bringe ich selber an, aber ich habe die Challenges in Steuern, in Mitarbeiter, neue Mitarbeiter anstellen, was muss ich beachten? Eigentlich Unternehmen mit Wachstumspotenzial, sagen wir denen. Für die Unternehmer haben wir uns spezialisiert. Das können auch ein Maler sein. Ein Maler kann auch von 5 auf 70 Mitarbeiter. Oder es kann ein Online-Consultant sein, der einfach sagt, er will alleine sein, aber Umsatz wachsen. Gibt auch Probleme. Und eigentlich dort haben wir uns spezialisiert. Und dort haben wir auch viel Know-how, weil ich halt auch selber im Steuerbüro wachsend ist. Und darum kann ich gut beraten in dem Bereich. Und wieso zu uns? Wir sagen, wir gehen vom Stundenabrechnen weg. Das ist so ein bisschen etwas, was ein richtiger Painpoint war für viele Kunden. Wir haben einen Pauschalpreis und das kostet das. Kein Franken weniger, aber auch kein Franken mehr. Wir machen etwas ab, Anfang vom Jahr. Und dann ist mein Risiko, dass ich falsch liege. Es kostet genau das. Und zusätzlich hast du WhatsApp-Support und das unlimitiert. Du kannst jede Frage, schreibst mir, hey Marco, kann ich die Spesen von der Steuer abziehen oder kann ich deinen Beleg von der Steuer abziehen? Und du kriegst eine Antwort in 24 Stunden, was jetzt beim Treuhänder auch ein bisschen unüblich ist. Und dort haben wir gesagt, wenn wir eigentlich auf Schnelligkeit, auf wirklich digital, so wie WhatsApp, Google Drive und all dem Austausch, wenn wir eigentlich einen Treuhänder für Unternehmer unserer Generation, so, es ist halt eben 18, sagen wir jetzt 35, 40, es gibt auch ältere, logisch, wir haben auch ältere Kunden, aber wir sagen wirklich, WhatsApp ist unser Kommunikationskanal. Wenn das nicht geht, bist du nicht ein Kunde für uns. Okay, spannend. Also vor allem eben so die jungen Wachstumsfirmen, oder zumindest, die halt mal startet und dann wollen wachsen. Wie ganz konkret kannst jetzt du mir helfen? Also weißt, ich starte, ich möchte wachsen. Wo hast du Know-how, wo mir fehlt, wo ich dich gerne bräuchte oder wo ich dich anfrage? Oder merkst du irgendwie, dass gewisse Sachen bei den meisten Kunden weißt, ähnlich sind, wo sie nicht weiterkommen, wo sie immer wieder fragen? Was ist so das Know-how, wo du wirklich mitbringst? Okay. Ja, es geht um das Ding Wachstum. Wachsen müssen sie immer noch selber. So Umsatz bringe ich ihnen nicht. Wir sind Treuhänder. Wir schauen, dass der Umsatz ideal versteuert wird. Aber es fängt dann dort an, Liquidität. Kunden sagen, ja, sie haben 500.000 oder machen 500.000 Umsatz im Jahr, 50.000 im Monat oder nehmen wir einfach mal die Zahl, 50.000 im Monat. Und die haben 7 Mitarbeiter. Nachher sehe ich, okay, 7 Mitarbeiter, die haben dann noch Praktikanten und alles Mögliche und können sich keinen Lohn auszahlen. Und nachher sage ich, okay, an was liegt es? Umsatz schön und gut, aber Liquidität. Schaut, dass der Kunde Anzahlung macht, 50%. Schaut, dass der Kunde nochmal irgendwie 25% zahlt, wenn er schon in der Mitte vom Projekt sind und erst dann im Schluss die Rest. Das ist dann Liquiditätsplanung eigentlich, kann man sagen. Dort helfen wir auch. Aber bei uns geht es eigentlich wirklich darum, der Kunde hat sehr spezifische Fragen. Eben, sei es Lohn auszahlen in der Firma lassen, sei es, muss ich mich mit der Mehrwertsteuer anmelden? Kann ich was abziehen? Wir haben Unternehmer gehabt, die haben schon grosse Firmen gehabt, aber Filmequipment als Beispiel, die immer privat zahlt. Einfach weil sie gesagt hat, ja, das benutze ich ja auch privat. Dann denke ich mir so, ja, ihr habt eine Videoagentur, du kaufst die Kamera geschäftlich, nutze sie privat, kaufst sie über das Geschäft, mach einen Privatanteil, aber nicht umgekehrt. Mhm. Ist ja wirklich einfach so individuell, hat jeder Unternehmer andere Fragen und es läuft immer aufs Gleiche raus,
eigentlich, habe ich genug Geld, um mein Geschäft zu skalieren? Und mache ich die nötige Steueroptimierung oder Steuerabzug, dass ich wachsen kann? So, so ein bisschen dort wirklich. Okay. Du hast selber gesagt, du kannst natürlich helfen, weil du selber im Moment auch am Wachsen bist mit der Cross Advisory. Nimm uns mal mit. Du hast gestartet, hast gesagt, kurz vor Corona, dann ist Corona gekommen. 2020. Wie sind das in den 3 Jahren? Wie sind die 3 Jahre gelaufen? Was hast du vielleicht im ersten Jahr Umsatz gemacht? Wie sieht es heute aus? Hast du Mitarbeitende? Wie viel? Erzähl mal die Geschichte von der Cross Advisory. Ich bin 2020 habe ich gestartet, eigentlich mit meiner Firma. Dort in meinem Zimmer. Ja, ein Monitor gehabt. Und das war es eigentlich. Und dann alleine eigentlich alle Buchhaltungen gemacht, jede Buchung, jeder Call, eigentlich alles gemacht. Und dort zwar noch recht günstig. Weil ich gefunden habe, ja, niemand zahlt mich so viel. Ich bin aus dem Angestelltenverhältnis gekommen, gefunden habe, ich verdiene 35 Franken auf die Stunde. Okay, verrechnen kann ich irgendwie 80 Maximum. Max. Das war so gewesen. Wenn etwa 80 Franken mehr zahlt auf die Stunde. Schnell den Lohn verdoppelt. So kann ich so den Infinite Money Glitch so irgendwie herausgefunden. Nachher gemerkt, eigentlich verdiene ich nicht so viel oder verdiene nicht so viel übrig nach allen Abzügen. Und ich habe 2020 eigentlich das ganze Jahr alleine geschafft. Und dort Umsatz sind wir so gewesen wie 70-100'000 so. In dem Range. Und dann habe ich 2021 den ersten Mitarbeiter gehabt und schnell das Business eigentlich verdoppelt. Weil Buchhaltung ja immer sehr am Anfang des Jahres viel kündet, haben wir auch immer so gehabt, im September, Oktober, November, Dezember, haben wir immer die meisten Kunden abgeschlossen, aber immer fürs nächste Jahr. Und dann haben wir immer so einen Umsatzzuwachs gehabt, ab 1.1. Das ist so, kann man sagen, ein Fluch, aber auch Glück, weil kontinuierlich Geld hineinkommt. Das ist so ein bisschen das. Der erste Mitarbeiter, den habe ich nach 6 Monaten, wenn ich richtig bin, acht Monate, habe ich leider mich wieder von dem trennen, weil ich gefunden habe, ich kann jemanden wieder einstellen, der Potenzial hat. Ich habe einen Charakter eingestellt, der wirklich sagt, der will. Aber der Treuhand-Background hat er nicht gehabt. Er hat KV gemacht, nicht im Treuhand. Das war extrem schwierig für ihn, überhaupt Fuß zu fassen. Es war wirklich jeden Tag etwas Neues gewesen. Und ich habe nachher einen guten Kollegen von mir eingestellt, wo ich schon mal zusammengearbeitet habe. Aber das dann im 2022. 2022 sind wir das Dritte gewesen. Ich, mein Vater und der Mitarbeiter. Und haben dann dort einen Praktikanten gestellt im September. Genau so ist es gewesen. Und somit eigentlich wieder Mitarbeiteranzahl verdoppelt und Umsatz genauso. Und jetzt im 2023 ist es ein bisschen losgegangen. Jetzt sind wir 8. Und jetzt halt das Business wieder verdoppeln ist sehr schwierig gewesen, weil es halt ja exponentiell immer schwieriger wird eigentlich. Das Ziel ist das gewesen, das Jahr haben wir auch geschafft. Wenn jetzt so weitergeht, werden wir das auch schaffen. Es ist wirklich. Also wenn ich das richtig rechne, dann hast du von 100 auf 200 auf 400, dann machst du auch 800'000 Umsatz. Ja, wir machen sogar wahrscheinlich 1 Million. Okay. Dieses Jahr werden wir 1 Million machen. Wir haben das aktuell, werden wir ja, ca. 1 Million machen. Wir hoffen auf 1 Million, das ist so ein bisschen das. Okay. Wir hoffen nicht. Wir müssen noch ein bisschen Umsatz logisch abschliessen, aber das geht, das bringen wir schon hin. Cool. Dein Mikrofon ist, glaube ich, hängt da so ein bisschen und manchmal tut es so ein bisschen ripschen. Vielleicht kein Problem. Schau, dass es nicht zu fest immer ans Hemd kommt. Ja, krass. Also eben irgendwie innerhalb von 3 Jahren auf 8 Mitarbeiter und 1 Million Umsatz. Respekt.
Nicht schlecht. Wie geht es weiter? Was ist der Plan? Eben, du hast gesagt, es wird immer schwieriger, aber gibt es nächstes Jahr gerade die 2 Millionen und 16 Mitarbeiter? Ja, das Ziel ist eigentlich schon. Das Ding ist, es hat extrem viel Potenzial. Das ist eigentlich, was wir wollen, ist eigentlich den KMUs eine gute Anlaufstelle bieten und das stößt fast auf keinen Gegenstoß. Es ist wirklich, es ist so einfach geworden, eigentlich Unternehmen zu gewinnen, weil Konkurrenz schläft. Und darum denke ich sicher, dass es sicher machbar ist. Vielleicht aber auch nur mit der Akquisition. Wenn wir sagen, wir kaufen das anders durch ein Büro, was wir uns immer wieder am Überlegen sind, weil der Flaschenhals wird sein, was ich würde sagen, so viel Umsatz anzubringen, jetzt, dass es wirklich verdoppelt und Mitarbeiter schulen, dass nachher Qualität stimmt. Weil Qualität ist halt bei uns ein sehr hoher Stellenwert, weil Fehler im Treuhand, ja, Sollte nicht ist wirklich, passieren. nein. Aber ist das nicht mega schwierig, dadurch, dass du, also ich bin jetzt gespannt, was du meinst, aber ich meine, dadurch, dass du ja irgendwie sagst, eigentlich machst du es ganz anders oder sehr gross anders. Logisch, okay, Buchhaltung ist die gleiche, die Steuerthemen sind die gleichen, aber die Kommunikation mit den Kunden, irgendwie die Ablagen und so weiter, ist etwas ganz anderes. Ist denn das nicht schwierig, wenn du jetzt, wenn du einen Mitarbeiter anstellst, der vorher noch jemand anders geschafft hat, okay, kannst du den einschaffen? Es ist wie logisch, ich bin in einem neuen Unternehmen, ich will mich einschaffen. Wenn du jetzt aber ein anderes Unternehmen kaufst mit 4, 5 Leuten, wo so ein Team ist, wo ihre Abläufe kennen, wo irgendwie eingespielt sind, meinst du, es ist nicht mega schwierig, dass du die in einer guten Frist wirklich kannst umstellen, so dass es für dich Sinn macht? Weil es bringt ja dann auch nichts, wenn von diesen 5 die Hälfte wieder kündet oder 3 gehen, weil es nicht mehr passt, dann kannst du gerade so gut einfach lieber anders wachsen, ist wahrscheinlich günstiger und einfacher. Hast du nicht ein bisschen Angst, dass das könnte passieren? Wie du ja sagst, ihr macht es eigentlich komplett anders. Und die sind so ihr Stundensetting gewöhnt und weiß ich nicht was. Ja, ich glaube, das ist auch so ein schleichender Prozess, wo man müsste wahrscheinlich die auch Kunden ein bisschen erziehen oder also erziehen vielleicht das falsche Wort, aber Kunden umgewöhnen und Mitarbeiter umgewöhnen. Ich glaube, das ist halt so Akquisitionen und so ist halt wirklich ein Prozess. Logisch, das ist das Hauptkriterium, was wir schauen. Wir schauen da für das Unternehmen, was gute Mitarbeiter hat, wo passt zu uns. Weil ich glaube, Kultur überspielen ist das Schwierigste. Es ist wirklich, weil der Kunde ist auch dort wegen dieser Kultur. Und da muss Kultur halt schon ein bisschen matchen. Wir haben schon ein paar Treuhandbüros angeschaut. Zum Beispiel einer, der 65 ist und das alles so physisch ableitet und die Kunden kommen bei ihm physisch vorbei und wollen alles, jedes Gespräch, führen und sie wird alles noch eine Kopie nochmal ausgedruckt für sich physisch ablegen und der hat im Schulhaus ist der gsi und der hat noch die Bibliothek Aktenschrank wo so drehen musst und dann verschiebt sich das Gehindere und hat alles Mögliche und ich so das wird nicht gehen das so ein Unternehmen kaufen wird nicht gehen nein wir sind eigentlich dort schon am schauen, dass man sagt jemand wo sagt er wird auch wachsen vielleicht weiß nicht wie. Oder ist schon so ein bisschen dynamisch unterwegs. Das ist so ein bisschen das. Oder einen Zusammenschluss könnten wir uns auch vorstellen. Aber ganz sicher unter der Brand Across, das weiß Okay, sag ich nicht ab. Nein. Wie schaffst du es? Ich meine, warum das alle mit Stunden abrechnen, ist logisch, oder? Du kannst es schwierig einschätzen, gerade. Ich glaube, die meisten behaupten ja wahrscheinlich, ja, ich weiß ja nicht, wie oft dass du nachher zu mir kommst und was du immer von mir willst. Und wenn wir einfach eine Pauschale abmachen und du bist nachher alle Woche irgendwo, rennst mir Türen ein, willst du etwas von mir wissen, das funktioniert ja nicht. Weißt du, wie schaffst denn du das, dass du Anfangsjahr kannst sagen, wir machen eine Pauschale ab fürs nächste Jahr, das ist all in. Was hast du für ein System, dass du, ich sage jetzt, dich da nicht voll verrennst drin? Das Ding ist, es ist eben, jedes Unternehmen ist ein bisschen gleich. Das ist so, wird vielleicht nicht jeder Unternehmer hören, aber jedes Unternehmen hat so die gleichen Sachen. So, jeder hat Swisscom, jeder hat meistens ein Büro oder irgendetwas.
Und jeder hat so, so einen kleinen ähnlichen Basis. Und anhand von der kann man sehr gut einschätzen. Wir gehen meistens auf Mitarbeiter. Wir haben da schon mit einmal Betrieb gehabt, die haben extrem viel Aufwand generiert, weil sie E-Commerce oder was auch immer gsi sind. Das kann man halt ein bisschen an der Branche und an den Mitarbeitern einschätzen. Und das ist wirklich sehr individuell. Wir können also nicht sagen, einmal, das kostet bei uns so viel. Ein GmbH kostet bei uns so viel. Es ist wirklich jeden Fall ein bisschen individuell. Aber ich kann es halt sehr gut einschätzen an bestehenden oder Vorjahresdaten, wenn es sie gibt. Und neu gegründete Unternehmen, dort gehen wir immer davon aus, dass am Anfang nicht so viel passiert. Geschäftstätigkeit natürlich schon, aber verhältnismäßig zu einem grossen Unternehmen, das es 70 Jahre gibt, ist es verhältnismäßig wenig. Dort ist auch der Beratungsaufwand höher. Aber wir haben bis jetzt den Fall noch nicht erlebt, dass wir gesagt haben, wir legen drauf. Mhm. Es kann sein, dass wir es erst seit 2020 machen, also fast jetzt 4 Jahre, aber wir haben jetzt den Fall noch nicht gehabt, dass ich gesagt habe, leg drauf. Wir haben schon einen Fall, wo es wirklich gesagt hat, okay, jetzt ist wirklich, der hat es gut ausgereizt, sagen wir es so. Der hat wirklich eigentlich genau das, ja. Und wie lange geht der Prozess? Also ich sage jetzt, wenn Zuhörerinnen und Zuhörer, jetzt haben wir Ende Jahr, also eben, jetzt geht es vielleicht darum, sich zu überlegen, ob ich ab nächstes Jahr jemand anderes. Wahrscheinlich machst du den Jahresabschluss dieses Jahr noch mit dem bestehenden Treuhänder, wenn du schon gehabt hast. Aber wie ist jetzt der Prozess oder wie geht es da weiter im Sinn von, wie lange geht es, bis du mir kannst sagen, was das nächste Jahr für mich würde kosten? Eigentlich nicht lang. Du kommst im Call mit mir. Aktuell mache ich noch den ganzen Onboarding-Prozess für jeden Kunden. Call mit mir, erzählst ein bisschen, was seine Idee ist, was sein Business ist. Und dann kann ich eigentlich schon ziemlich gut sagen, was es etwa wird kosten, alles in alles. Es geht okay. Eine halbe Stunde so. Und völlig spontan, für Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt über den Podcast kommen eventuell, hast du irgendwie ein Angebot, um mal sagen, wir schauen das miteinander an und du hast noch 80% Rabatt, weisst du was? Gibt es irgendetwas, was du kannst anbieten? Vielleicht im Sinn von, wenn jemand jetzt mal mit dir reden will, dass wir so noch ein bisschen pushen, dass vielleicht eine Anfrage kommt? Ja, zwar gerade nicht überlegt, aber das könnte man gerne machen. Also sicher, das Gespräch mit mir ist sicher unverbindlich. Da muss sich als Unternehmer gar nicht irgendwie verpflichtet fühlen, nachher irgendetwas bei mir zu buchen. Wir könnten es so machen, aufs erste Jahr, wenn du jetzt Neugründer bist, einfach für die Neugründer möchte ich ein geiles Angebot machen, aufs erste Jahr, hast du einfach 30%. Einfach so flat. Das erste Jahr Neugründer hast du 30% auf Buchhaltung. Auf unserem Buchhaltungspackage ist alles drin, von Lohn, Buchhaltung, Steuern, 30% flat. Aber nur, wenn man vom Podcast vom Nico kommt. Okay, also das heisst nur eine Neugründung, was heisst für dich Neugründung? Ja. Im 23. gestartet oder ab dem 24. Also was heisst für dich eine Neugründung? Neugründung heisst, dass wir das Geschäft jetzt den ersten Abschluss mir machen. Okay. Den ersten Abschluss, das erste Jahr machen wir. Wenn das erste Jahr wir dich betreuen können, das ist das. Wenn du schon im zweiten Jahr bist, könnte man auch einen Deal machen. Für alle anderen, wo genau. Unternehmen, die gerne wieder zu uns kommen. Kann ich nicht so. Denen geben wir auch einen guten Rabatt, aber wir sind nicht so Rabatt-Fan, weil wir sagen, wir haben alles drin. Und die Preise sind eigentlich recht fair. Darum Rabatt sind wir nicht so Fan. Ich würde aber gerne junge Unternehmen unterstützen, die sagen, oder allgemein Unternehmer, was wagen, den Schritt in die Selbstständigkeit. Hey, schau, wir machen es einfach so, du überlegst dir noch etwas und alle, die zuhören und sagen, ach komm, das Gespräch ist unverbindlich und dann komme ich einen Betrag über, einen Preis und dann kann ich auch mal vergleichen mit dem bestehenden Treuhänder, was kostet mit dem überhaupt, was würde es bei dir kosten, was ist vielleicht zusätzlich drin und so weiter. Und eventuell gibt es dann noch einen kleinen Rabatt, aber wir tun doch einfach mal den Link zu so einem Gespräch, wo man es buchen kann,
irgendwie unterhalb vom Video, in den Shownotes, auf der Webseite www.machst-dein-ding.ch überall verlinken, dass ihr das findet und dann sehen wir, ob etwas entsteht oder nicht. Dann habt ihr nichts verloren, ihr könnt nur Geld sparen und wenn ihr merkt, das passt nicht oder ist viel teurer, dann bleibt ihr einfach dort, wo ihr seid. Das ist ja relativ einfach. Marco, ich habe es schon im Teaser gesagt, du hast mal einen Donutladen gehabt. Du bist 27, du hast mit 23 eine Cross Advisory gegründet. Wie kommt es dazu, dass du irgendwann noch einen Donutladen gehabt hast und warum hast du den nicht mehr? Das ist eine Erfolgsstory, die nicht hätte sein sollen. Oder, ich und mein Vater haben gefunden, Cross Advisory ist so ein bisschen zu langweilig. Da läuft Treuhand, das ist eigentlich eins oder Namen lange nicht. Wir brauchen noch ein bisschen mehr, Stress. Noch ein bisschen mehr Stress im Leben oder noch ein bisschen mehr Dings. Und dann haben wir gefunden, es sind ja die Donutladen sind wie aus dem Boden geschossen in der Schweiz, mal ein Zeitchen. Und wir sind auch einer von diesen Donutladen-Franchise-Nehmer gewesen. Und wir haben gefunden, bauen wir doch so einen Donutladen auf. Der läuft, der ist ein Selbstläufer, die Mitarbeiter, die sind dann immer dort, die sind nie krank. Und die Donuts verkaufen sich von selber. Das ist eigentlich Money-Printing-Maschine, so ein bisschen das. Und wir haben gefunden, dass St. Gallen ist der richtige Ort. Also voll realistische Gedanken gehabt zu dem, oder? genau. Wir haben gefunden, wir können ja Treuhand und dann können wir erfolgreich führen. Dann können wir sicher das Donutladen auch erfolgreich führen. Und dann haben wir das aufgemacht in St. Gallen. Und wenn? Das ist 2021. Das ist ja eigentlich noch so Corona-Zeit, oder nicht? Wie kommt man, wie kommt man auf die Idee, während Corona einen Restaurantbetrieb zu eröffnen? Ja, Corona hat dort gerade so, 21. im August war so Abflachung von den Donuts. Also, besser gesagt, Abflachung von Corona, nicht Donuts. Donuts vielleicht auch. Aber dort haben wir gefunden, ich bin eben selber mal einem Royal Donut angestanden. Und 3 Stunden sind die Leute angestanden und ich habe online das gekauft und dann nur müssen abholen. Und ich konnte so die Line können skippen und dann bin ich so Leute vorbeigelaufen und die haben so untereinander geredet, ich stehe schon 3 Stunden, es war ein Sonntagmorgen gewesen, irgendwie um 11 Uhr und die sind schon seit 3 Stunden da für Donuts und ich so, Leute stehen 3 Stunden an, das heisst, das Produkt ist so gut, dass die Leute sich 3 Stunden im am Sonntagmorgen, und es war regnerisch, die Leute anstehen für Donuts. Mhm. Das muss etwas Gutes sein. Und dann habe ich sie probiert und sie sind wirklich gut gewesen. Die Frage war einfach, wie oft isst man so fettige, grosse, mastige Donuts für irgendwie 8 Franken? Und wie oft hat man sich das gönnen? Mhm. Nicht oft. Nein, nicht oft. Gewisse schon. Wir haben Kunden gehabt, die sind wirklich alle 3 Tage gekommen. Ich bin selber in dem Laden gestanden und selber verkauft, eine gewisse Zeit, am Wochenende und unter der Woche im Treuhand gsi, weil wir ein bisschen Personalengpass gehabt haben zum Teil. Und dann ist schon nochmal ein bisschen andere Perspektive auf Verkaufen gsi. Also, musst ein bisschen genauer drauf eingehen. Du bist in dem Royal Donut gsi. Das ist ja, glaube ich, ein deutsches Franchise, ich weiß nicht, wie es heute aussieht, aber eine Zeit lang durch Social Media Hypes brutal gehypt war, eben, wo die Leute angestanden sind, wo du eigentlich fast nur kannst den Kopf schütteln, wenn du ehrlich bist. Aber dann hast du gesagt, gut, komm, wir machen das auch. Du hast ein Franchise-Unternehmen dann eröffnet. Was ist für eins gewesen? Wie lange ist das gegangen, bis du irgendwie einen Laden gefunden hast, den du kannst übernehmen? Was hast du Miete gezahlt? Einfach nehmen wir es mal wirklich mit, so, wie funktioniert das Franchise-System? Franchise-System ist es so gewesen, dass wir haben, zuerst mal Brand gesucht, wir haben Royal Donuts und Top Top Donuts gehabt, zur Auswahl. Von Royal Donuts ist, ein Word-Dokument zurückgekommen, ohne Namen, nichts. Ist gestanden, 54.000 Franken, einmal Fee, so viel vom Umsatz jeden Monat, so viel musst du jeden Monat abgeben, egal wie viel du Umsatz machst. Und wir so, nicht so seriös. Dann haben wir gesagt, Top Top Donuts, okay. Gehen wir mal dort anfragen. Dann haben die uns ein richtiges Offer gehabt. Wir haben mit dem Geschäftsführer geredet.
von Tod und Donuts und nachher auch dort so Interview gehabt, sind mir die richtigen, macht Sinn, die haben eine Anleitung gehabt, wie jeder Donut gemacht wird, aufs kleinste Detail, die haben eigentlich alles uns gegeben. Wir haben eine Eintrittsgebühr gezahlt von 30'000 Franken, das ist so die Franchise-Fee, nennt man das, das ist so eigentlich für die Marke und so. Und dann haben wir dort eigentlich, sind wir in die Schule gegangen, nach Deutschland, ich, mein Vater und seine Freundin, sind wir Donuts produzieren, lernen, wie man die macht, in einem Flagship-Store in Köln. Sind wir eine Woche dort gewesen und haben eigentlich gelernt, wie macht man die Donuts, die wir nachher verkaufen. Und ich als Treuhänder bin dort so ein bisschen, sagen wir, geschickt oder ungeschickt gewesen. Ich habe gefunden, ja, ich mache einfach die Toppings und so, das bringe ich noch an. Es ist zum Teil schwieriger gewesen, als man vermutet. Und dann haben wir eigentlich dort schon eben schon Vertrag unterschrieben gehabt, dass wir das machen. Aber wir haben noch keine Location gehabt. Wir haben zuerst die Zürich wieder öffnen, dort ist schon der Standort Zürich ist schon vergeben gewesen, weil ich ja ursprünglich von Zürich bin. Zürich wäre eigentlich ideal gewesen und dann haben wir Locations gesucht, grössere Städte, Luzern und wir haben gesagt, ja, vielleicht Zug ist zu klein. Und dann sind wir auf St. Gallen gekommen und die haben einen guten Laden, gerade einen Marktplatz gehabt. 5'000 Franken Miete ist so gewesen. Und dann haben wir gefunden, ja, okay, 5'000 Franken Miete, das muss schon recht dann anhauen. Vor allem haben wir 3 Mitarbeiter gehabt, plus ich, wo wir zahlen müssen. Plus eben all die Donutskosten, und ja, es ist wirklich viel auf uns zugekommen. Nur schon Theke leigen. Wir haben etwa 220'000 Franken investiert, schlussendlich. Mit diesen 30'000 Franken Eintrittsfee, ja. Ja, genau. Eigentlich alles. 220'000 Franken haben wir so investiert, wo man sagt, aber das war alles gewesen. So, ja. Das war auch die Miete gewesen, wo wir nachher zu viel gezahlt haben, weil wir nicht aus dem Mietvertrag. Das ist so ein bisschen, wir haben mit Depot allem. So ist wirklich, wir haben da recht das Geld in die Hand genommen, wo wir aus dem Treuhand verdient haben. Dort investiert. Und nachher gefunden hatte, ja, nach einem Jahr, es hat, sagen wir, fangen wir mal beim ersten Monat an. Erster Monat, super. Erster Monat, Bude ist eingerannt. Wir haben Donuts verkauft, en masse. Weil halt neu, Hype, alles super. Ich hatte gedacht, ich höre auf mit Treuhand. Geilste Idee ever. Mir, riesen Umsatz, super gewesen, alles super. Zweiter Monat ist ein bisschen abgeflacht. Sagen wir es so. Kein Einbruch, aber ein bisschen abgeflacht. Dann haben wir gesagt, okay, ja, wenn es so weitergeht, ist immer noch sehr, sehr rentabel, läuft. Dritter Monat wieder ein bisschen abgeflacht. Und es ist immer so ein bisschen abgeflacht und dann hat sich auch irgendwo gefangen. Und dann ist es genau gerade so kostendeckend gewesen mit kleinem Profit. Es ist so wirklich so gewesen, irgendwie pro Tag 50 Franken Profit. Irgendwie so. Und 50 Franken pro Tag für, dass ich am Wochenende nach St. Gallen fahre, 2 Stunden, am Samstag und Sonntag dort stehen, dann noch am Abend koordiniere, Mitarbeiter krank, mit dem Minen umlege von Treuhand zu, dass ich im Laden kann sein, und. All die Probleme, die man halt als Unternehmer hat, Marketing muss machen, wir sind an der Olma gsi, das ist auch so eine Sache gsi, Flyer verteilen, und alles Mögliche hat sich nachher einfach nicht gelohnt. Und wir haben gesagt, fokussieren wir uns auf eins, weil es macht einfach keinen Sinn, dass so viel Stress für so wenig Ertrag hat sich einfach dann nicht mehr gelohnt, im Verhältnis. Dann haben sie es verkauft oder haben sie es zugemacht? Oder? Wir haben die Firma noch. Dr. Donuts haben wir noch. Wir haben sie eigentlich so. Wir haben sie nicht wollen verkaufen. Wir haben den Laden können weitergeben. Da ist jetzt, glaube ich, ein Kiosk drin. Ja, wir haben den Laden einfach den Mietvertrag können übergeben. Und alles Inventar, Theke und so haben wir können verkaufen. Und all das Zeug. Aber wir haben noch recht lange Donuts gehabt, weil die sind haltbar im Gefrierer. Die sind schon zum Teil vorproduziert gewesen. Und die haben wir noch recht lange Donuts gehabt. Aber und heute so. Hast du keine mehr. Nein, aber heute habe ich keine mehr. Wie viel
habt ihr euch am Schluss, oder wie viele habt ihr müssen abschreiben? Ah, und tiefer schnaufen, das willst du gar nicht genau ausrechnen. Doch, wir wissen es eben, das ist eben das, was ich vorhin gesagt habe, es sind etwa 200'000 Franken. Das ist da, wo wir unter dem Strich haben, sagen, das Abenteuer, der Versuch hat euch so viel gekostet, so viel verloren. Okay. Ja, etwa, weil es ist halt Franchise-Fee, die, also die Gebühren kommst du nicht zurück. Theken und all das Zeug ist halt neuwertig gewesen, wo wir es gekauft haben. Und wer kauft eine Theke mit einem grossen Top-Top-Donuts-Logo drauf, wo pink ist? Es war ein pinkes Logo gewesen. Wer kauft all die Tischkühltruhen, die wir braucht haben, all das Zeug? Und wir haben auch noch, was auch sicher noch ein Punkt ist, ist die Miete. Was wir immer wieder erleben, auch bei der Cross, wenn man das Büro zügelt. Die Miete, wenn im Mietvertrag 3 Jahre oder 5 Jahre geht, einfach längere Mietverträge, und dein Geschäft nicht funktioniert, bist du so gebunden an dem Mietvertrag. Du kommst, eigentlich kommst du nicht raus aus dem Mietvertrag, also du findest einen solventen Nachmieter. Und was auch korrekt ist, also, weil der Vermieter will ja, löst ja einen Mietvertrag mit dir ab und du unterschreibst den, ja, da bist du einverstanden. Aber das hat weh da, muss ich sagen. Mhm. Wir haben sicher dort 6 Monate keinen Mieter gehabt. 6 mal 5'000. Mhm. Ja, also das ist sicher auch so etwas gewesen. Ja, hart. Also das andere ist halt, am Schluss müsstest du Konkurs anmelden und dann ist wie, oder? Also wenn du jetzt würdest sagen, die Firma macht Konkurs, dann kannst du ja keine Miete mehr zahlen. Klar, aber das haben wir nicht wollen. Ja. Wir haben gefunden, wir wollen erstens den Vermieter nicht schaden, plus zweitens, wir wollen eigentlich das sauber übergeben. Hm. Wir sind ja. Vielleicht das Treuhänder-Mindset, andere hätten gesagt, ja, Konkurs und nichts mehr zahlen, aber wir haben gesagt, nein, wir wollen, die Leute haben uns ja vertraut. Und die haben auch gesagt, wir haben ihnen gesagt, wir sind ein neues Unternehmen, wir wollen starten, wir vertrauen die euch, dass ihr das könnt zahlen. Und dann haben wir ja eigentlich das nicht erfüllt. Und dann sind wir eigentlich wir die, wo die Partei, die nicht erfüllt hat. Das ist doch das. Also sehr fair. Kannst du es noch schnell ein bisschen das Donut-Business reinnehmen? Ich sage jetzt, im Moment habe ich das Gefühl, wieder einmal einig, sind überall die Bubble Tea-Läden aus dem Boden ausgestampft. Das ist, ich weiß nicht, glaube ich, irgendwie der dritte Hype, wo ich mich erinnern kann. Und dann kommen eben all die Läden und dann macht es Bam und an jedem Eck ist so eine und ein Jahr später sind alle wieder zu. Und eben, wenn man jetzt mal bei dir gehört, was das kostet, dann hat wahrscheinlich ein Jahr später die meisten davon haben sich auch irgendwie so einen 6-stelligen Betrag als Bein gestrichen. Hey, was verdienst du so einen Donut? Unter dem Strich? Oder was ist einfach so die Marge, nur die Materialmarge? Die Materialmarge ist eigentlich recht hoch. So, das Ding ist, dort bewegen wir schon bis 60-70%. So, es ist wirklich recht hoch gewesen bei so einem Donut. So 8, ich überlege, der grosse Donut hat 8,20 gekostet. Aha. Das ist zwar, das ist wirklich so gewesen. Ja. Aber, so der ist, zum Teil haben die Kunden nicht fertig gegessen, weil der ist so mastig gewesen und noch gefüllt. Mhm. Und der hat uns gekostet, vielleicht so 1,50. Kommt auf jeden Fall Topic, 2 Franken, so. Aber das ist ja gleich krass. Ich meine, wenn du jetzt mal sagst, logisch, es klingt so nach mega höherer Marge, aber es sind ja so viele Kleinstbeträge. Und wenn du dann irgendwie 6 Franken verdienst an einem Donut und du hast 5'000 Franken Miete, 3,5 Mitarbeiter, das heisst, du musst irgendwie nochmal, ja nicht, 20'000 Franken Miete, Mitarbeiterkosten rechnen, dann bei 25'000 Stutz geteilt durch irgendwie 6 Franken. Ja, du hast jetzt gerade einen Rechner für dich genommen, du bist ja der Treuhänder. Ich meine, wie viele Donuts musst du da verkaufen am Tag, dass du das irgendwie nur schon Kosten gedeckt hast? Ja, ich habe es jetzt gerade schnell gerechnet. 25'000 durch 6 wären 4'166 Donuts. Geteilt durch 30, wenn du immer offen hast? 140. Ja, wir haben gerechnet. Wir haben etwa 250 Donuts am Tag. Müsstest du verkaufen? Mit der Profitmarge, die wir haben wollen. So, das, was wir haben wollen, 250 Donuts, dann wäre es rentabel gewesen. Ja, das ist brutal viel. Und wie viel haben wir am Schluss etwa gehabt und dann aufgehört? So, wo wir aufgehört haben, haben wir sehr. Also, wir haben dann so irgendwie 180 so verkauft. 100. Okay. So, 150, 180. Wo wir
verkauft haben, aber dort sind wir auch sehr runtergefahren. So dort sind wir einmal Mitarbeiter, sind wir weniger Mitarbeiter gewesen, Öffnungszeiten reduziert. So, wir haben so einen schleichenden Übergang gemacht, dass wir gesagt haben. Okay. Ja, krass. Was sind die Learnings, die grössten Learnings daraus raus? Für dich eben, du hast jetzt gesagt, ja, am Schluss ist klar gewesen, wir konzentrieren uns nur auf eins, aber was ist das Learning daraus? Das Learning daraus ist so ein bisschen Fokus. Dass man sich fokussieren auf deine Kernkompetenzen. Das rate ich auch allen Gründern. Viele Gründer sagen, ja, ich mache Buchhaltung zum Beispiel selber. Eure Kernkompetenz ist Videoschneiden zum Beispiel oder irgendwie Zeug machen, Zeug verkaufen, sonst irgendetwas. Das ist die Kernkompetenz. Und meine Kernkompetenz war nicht, Donuts zu verkaufen. Vielleicht, ich habe es schon gut gemacht, verhältnismäßig, wenn ich dort gestanden bin, haben wir viel mehr Umsatz gemacht, weil ich noch Zusatzverkäufe gemacht und alles Mögliche. Aber die Kernkompetenz von mir ist Buchhaltung an sich. Das ist meine Kernkompetenz und man sollte den Fokus nicht shiften, also nicht teilen eigentlich. Man sollte nicht, so ich rate Unternehmen, nicht zwei Geschäfte zu gründen, die sehr viel von der Zeit brauchen, wenn man eins ultimativ zum Wachsen bringen. Jetzt gibt es ja da gegenteilige Beweise. Grossunternehmer, ja, das ist jetzt natürlich gerade eine Ausnahme von einem ganz speziellen Mensch. Aber auch sonst, es gibt ja dann schon Unternehmer, die haben teilweise 3, 4, 5, 7, 10 Unternehmen. Wie ist denn das möglich? Ich denke, es geht mit einem Team. Ich denke, viele Leute unterschätzen das, was andere einem helfen können. So, ich sage, hätte ich da Donut-Business noch aufgemacht, wo gesagt hat, jemand ist dort und macht den Verkauf. Und ich bin nur teilweise dort und habe ein gutes Team vor Ort. Dann ist es sicher machbar. Aber wenn der Leige, so, ich bin zwar mit meinem Vater gewesen, aber er hat auch in Treuhand zu tun und ich da auch. Wir sind schon so da absorbiert gewesen. Wir haben nicht noch dort voll sein. Und das ist wirklich ein lokales Business gewesen. Wer ein Restaurant hat, der kennt's. Meistens der Restaurantinhaber ist vor Ort. Er ist, vielleicht nicht immer, aber es ist einfach so, halt sehr ein lokales Business gewesen. Und man hat, und die Unternehmen, wo jetzt Elon Musk oder viele Leute haben, die haben meistens ein Team, wo schon sehr viel macht und man braucht nur die Expertise von jemandem. Oder es ist ein Business, wo, oder ein Geschäftsmodell, wo nicht so eigentümerabhängig ist. Das ist so ein bisschen das. Oder zeitintensiv. Das ist so ein bisschen das. Was ist in dieser Zeit mit der Across Advisory passiert? Also habt ihr auch dort gemerkt, dass irgendwie das Wachstum kleiner war oder vielleicht sogar stagniert ist, weil ihr euch auf etwas anderes konzentrieren müsst? Das Wachstum nicht, aber mein Schlaf. Es hat Tage gegeben, da habe ich die Nacht durch eine Buchhaltung gemacht, weil am Tag bin ich im Laden gestanden. Ich hatte zum Teil Calls gehabt, wo ich im Donutladen gewesen bin. Es hat einfach meine Nerven zerrt. Es hat, dort ist wirklich so weit gekommen, dass ich wirklich gesagt habe, es ist wirklich langsam Limit. Und ich sage, dort wäre das weitergegangen, hätte ich wirklich Probleme bekommen. Also ich habe meine Erfahrung so zu mehreren Firmen sagen, weil mittlerweile habe ich ja auch mehrere Firmen. Und du musst wirklich bei der ersten Firma, die du hast, musst du voll die Rolle vom Unternehmer können einnehmen und musst dich zum sehr, sehr grossen Teil können zum operativen Geschäft ausnehmen, ob das mit Geschäftspartner ist, die dann das übernehmen, mit Geschäftsführer ist, Angestellten, was auch immer. So, dass du kannst deine Zeit noch mit anders investieren. Und wenn das noch nicht passiert und du das zu früh machst, dann ist meine Erfahrung, im Normalfall heisst das, dass einfach, du hast vielleicht nachher zwei Unternehmen und das erste funktioniert nicht mehr so gut wie vorher und das zweite funktioniert auch nicht so gut und häufig machst du irgendwie weniger Gewinn, weniger Umsatz mit beiden, wie vorher nur mit einem gemacht hättest. Vielleicht machst du mehr Umsatz, aber weniger Gewinn und verdienst weniger damit, mit viel mehr Aufwand und viel mehr Stress. Und das ist wirklich, kann mega erfüllend sein und Spass machen, etwas Zweites, aber es muss zum richtigen Zeitpunkt sein.
Sonst kann es nicht gehen, sonst geht es in die Hose eben. Und wenn es auch nur schon ist, dass du, wenn du am Schluss komplett zusammenleihst, wenn es dich zusammenleiht, dann sind beide Unternehmen irgendwie ein bisschen am Ende. Das ist genau das, was du gesagt hast. Bei 100% stimme ich mit dir überein. Genau, eigentlich das ist die Essenz. Wenn du dich nicht rausnehmen kannst vom einen Unternehmen, wenn du dort zu die Doppelspurigkeit, die ist schwieriger an dem. Die geht nicht, sage ich. Absolut. Und dann ist aber noch die Frage, eben gleich, wie du sagst, ich meine, wenn du beim einen Unternehmen noch brutale Wachstumsziele und Wachstumspläne hast, dann ist halt einfach die Frage, hey, dann investier doch das erste Mal wirklich dort, anstatt dass du etwas Zweites machst. Aber es gibt halt je nachdem Unternehmen, die gar nicht mehr gross wachsen wollen, die vielleicht einen Standort hast und sagst, ich will gar keinen zweiten Standort, aus welchen Gründen auch immer. Und dann kannst du das auch so organisieren, dass es möglichst ohne dich läuft und dich auf etwas Neues konzentrieren. Also es ist ja nicht immer gleich, es kommt immer ein bisschen auf die Herausforderung drauf an. Hey Marco, im Vorgespräch haben wir noch über eine lustige Story von dir geredet, wo du einen Halbmarathon gelaufen bist. Und ich glaube, die Top-Donut-Geschichte hat ein bisschen ähnliche Auswirkungen. Ich glaube, du kannst nicht aufgeben. Erzähl mal, du hast mal einen Halbmarathon gemacht und bist am Schluss im Spital gelandet. Wie ist das gekommen? Letzten Dezember 2022 bin ich mit dem Peter und Nick Metzger, wo beide auch schon im Podcast waren, in Dubai, so ein Mastermind gewesen. Und dort 95 Kilo gewesen. Und der Peter hat gefunden, wir melden uns jetzt nochmal Halbmarathon an. Ich bin dort in dem Mastermind einen Kilometer gerannt mit dem Peter und Nick und ich bin gestorben. Ich bin wirklich gestorben. Und nachher hat er gefunden, ja, ich habe letztes Jahr schon das Ziel gehabt, 2021 bis 2022, mich so fitnessmäßig besser zu fühlen. Habe ich nicht umgesetzt, weil ich gefunden habe, das Business ist wichtiger und 2022 mit dem Commitment also für den Halbmarathon, ja, hat es ein bisschen, ja, dass ich mich angemeldet habe, das ist ein bisschen das gewesen, dass ich gesagt habe, ich muss gehen. Ja, und dann habe ich, hat Peter mir den Stefan Trapic empfohlen. Stefan Trapic hat mich gecoacht, super gecoacht. Ich habe in 4 Monaten 15 Kilo verloren. Das war durchs Joggen gewesen. Plus habe ich ein meine Ernährung ein bisschen angepasst, einfach nur noch Wasser getrunken und auf Alkohol verzichtet, was ich jetzt auch weiterhin mache. Und dann, nach 6 Monaten Training, ist eigentlich der Tag gekommen. 6 Mal in der Woche trainiert, schon x-mal im Training den Halbmarathon gemacht. Da kommt der Stefan noch so zu mir, ja, nicht zu viel wählen. 7 Minuten pro Kilometer, das ist die Vorgabe gewesen, auch von mir. Auf das habe ich trainiert, das habe ich schon x-mal gemacht. Dann kommt der Wettkampf. Genau, Wettkampf. Alle haben mich davor gewarnt. Und ich dort, das erste Mal, meine Schälze vergessen, ich hatte so Schälze für Training, wenn du nicht gegessen hast, dass du ein bisschen Kohlenhydrat hast, so ein bisschen Zucker, Schälze, die habe ich vergessen. Super. Kein Wasser dabei. Super. Ich dort, Was für eine Vorbereitung? ja, was für eine Vorbereitung. Ich, mit Nick Metzger auch, am Halbmarathon, wir gehen los. Wir so überholt, die Leute überholt, 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 überholt. Der Nick so zu mir, wir sind recht schnell. Aber mir ist gut gegangen. Ich bin richtig eigentlich hyped gewesen. Und ich so dort so, ja, mir geht super, Leute überholt, Späßchen gemacht, alles Mögliche. Wasser eigentlich an der Station, immer so kurzen Schluck, nicht das ganze Wasser und der Rest so fast so wie das Gesicht geleert. Weiter, weiter. Und nachher habe ich gefunden, irgendwo an der zweiten Station, nimm mal so einen Gel. Irgend so einen genommen von dort. Der gar nicht vertreibt. Das habe ich gemerkt, schon, wo ich ihn im Mund hatte, dann habe ich schon gesehen, ich so, ich glaube, der ist nicht so fein, den habe ich nicht so gern. Das ist schon im Nachhinein, Stefan gesagt, das ist das Schlimmste, was du machen kannst. Weil der Magen und so, der vertreibt das zum Teil gar nicht. Dann Kilometer 12, der Stefan getroffen, auch noch, eigentlich easy gegangen, super. Aber schon gemerkt, langsam, ja, ist schon ein bisschen Dings. Und ich bin irgendwie mit 6 Kilometer in der Stunde gerannt, so fast 1 Minute schneller. Vielleicht als Zuhörer, das ist 1 Minute, denkt man, so ist nicht so viel, aber es ist auf einem Halbmarathon ist 1 Minute für einen Untrainierten extrem viel.
Und dann Kilometer 12, genau, das war 12, hat der Nick sich von mir verabschiedet, weil er gesagt hat, er hat die ganze Zeit geredet und es war langsam mir ein bisschen genervt, dass er die ganze Zeit redet, weil ich mich so konzentrieren musste. Er war so locker am Joggen, gell? Und du bist genau, dran, oh Mann, ja, lauf mal davon. Ja, genau, er hat gesagt, komm, geh jetzt. Und nachher, Kilometer 14, kann ich mich noch erinnern, habe ich so ins letzte Mal gesehen, so winken und ich habe ihm zurückgewunken. Und dann ist immer so, bin ich so weiter joggt und ich habe nicht mehr so viel Erinnerung an das Ganze, aber ich habe noch 4 Kilometer geschafft. Kilometer 18, gerade im Stadelhofen, kurz vor dem Bellevue eigentlich, wäre es nur so ein Loop gewesen, wäre nur so eine Runde gewesen, bin ich dann liegen geblieben. Ich kann mich nicht mehr erinnern, eigentlich. Also ich kann mich nur noch erinnern, wo ich aufgewacht bin. Es hat ganz üble Momente gegeben. Ich will das jetzt nicht genau verbildlichen oder ja, auf jeden Fall übergeben und am Boden, ich sehr wahrscheinlich drin gelegen, eine kleine Kopfwunde gehabt. Und ich bin dann erst aufgewacht, wo der Krankenwagen mich dann geholt hat. Sehr krasse Experience gewesen, wenn ich das so sagen. Ich habe wirklich auch das Gefühl, ich sterbe im Krankenwagen. Also die haben mich gefragt, wie fühlt sich das an? Ich habe das Gefühl, ich dachte, ich sterbe. Ich habe so ein bisschen Panikattacke gehabt, weil ich habe meinen Körper so extrem gespürt. Es ist wirklich Experience, wo ich sage, würde ich mir jetzt nicht nochmal wünschen. Mhm. Und der Peter und der Stefan und mein Vater und all meine Kollegen im Ziel, sie haben immer gewartet, jetzt kommt er dann. Und ich bin etwa 500 Meter Luftlinie entfernt von ihnen, am Liegen. Über eine Stunde bin ich dort gewesen, schlussendlich am Boden, weil halt alle am Rennen waren und der Krankenwagen ist nicht durchgekommen. Im Spital angekommen, bin ich dann links untersucht worden und die haben nachher gesagt, kein Wassermangel, es sei es. Und ich hatte da Übersäuerung und auch zu schnell gewesen. Vielleicht sehr wahrscheinlich, auch dass eben das, was du ein angekündigt hast, einfach mehr wählen. Wenn ich mit 7 Minuten pro Kilometer gejoggt wäre, wäre das ein easy Ding gewesen. Aber ich habe einfach gefunden, 7 Minuten lang nicht. Am Wettkampf, oder dann, wenn es eben zählt, nachher darüber auswählen, über Grenzen auswählen und übertrieben. Jetzt ist ja das im Sport normal, dass du hast eine Trainingsphase und dann hast du einmal einen Wettkampf und nachher wieder eine lange Trainingsphase und musst wieder einmal abrufen. Im Unternehmertum ist es ja komplett anders. Im Unternehmertum kannst du ja nicht sagen, ja, jetzt ist Training und dann hast du einmal einen Wettkampf, sondern irgendwie musst du jeden Tag abrufen und jeden Monat abrufen und jedes Jahr irgendwie können performen. Mit Top Dot Donuts bist du auch, ich sage jetzt, wahrscheinlich über Grenzen aus, zumindest in einem ungesunden Zustand. Beim Marathon, Halbmarathon definitiv. Was lernst du daraus für dein Leben? Was nimmst du mit aus diesen Erfahrungen, diesen beiden Erfahrungen, die irgendwie, wenn ich jetzt zulasse, eigentlich die gleichen sind? Ich weiß, ich muss ehrlich sagen, Nico, ich weiß nicht, ob ich so viel daraus gelernt habe. Was ich daraus gelernt habe, ist sicher, dass es auch Grenzen gibt. Und die sind entweder körperlich oder psychisch Grenzen. Aber vielleicht zeigt das auch, der Stefan hat mir zum Beispiel jetzt auch gesagt, ich habe mich an den Luzerner Marathon angemeldet. Wieso? Ja, weil ich es ja nicht geschafft habe. Jetzt muss ich nochmal. Ich weiss nicht, ob ich wirklich etwas daraus gelernt habe, aus dieser ganzen Sache. Muss ich dir ehrlich sagen. Aber was ich denke, könnte man daraus lernen, ist, dass es auch Grenzen gibt, wo man sich nicht selber setzt, wo es einfach der Körper oder die Mentalität sagt, dort ist fertig. Ja, ich meine, man sieht es dann, wenn du am Luzerner Marathon bist, das ein ganzer oder wieder ein halber? Halber. Man sieht dann, wenn du dort bist und wenn du wieder bei Kilometer 18 vom Krankenwagen musst geholt werden, hast du nichts daraus gelernt. Aber die Hoffnung ist ja, dass du vielleicht weißt und merkst, hey, 7 Minuten ist easy, dein Tempo kannst gehen, deine Schills mitnimmst, dein Essen mitnimmst, dein Trinken mitnimmst. Und man muss ja nicht sagen, du darfst es nicht machen, aber dass vielleicht dann merkst, okay, langsam daher tasten, nicht übertreiben und nicht nur, weil jetzt Wettkampf ist, komplett drüber aus. Ist normal, aber vielleicht merkst du dann in den letzten 2-3 Kilometern, mal, jetzt mag ich noch, jetzt kann ich noch mal
jetzt kann ich durchziehen, wie sein Ziel. Aber dort merkst du dann vielleicht, ob du daraus gelernt hast oder nicht. Ich meine, beim Donut hast du ja auch daraus gelernt, sonst hättest du schon lange wieder ein zweites Unternehmen, oder? Ja. Ja, das ist so, das ist so. Du hast etwas sagen? Ja, ich kann einfach. Das Ding ist halt. Ich weiß nicht, ob der Halbmarathon ist so etwas. Die Frage ist, mache ich es jetzt für mich? Oder mache ich es einfach immer wieder zum Beweisen, dass ich es eigentlich kann? Das ist eben so. Mache ich es für. Sagen, ich habe den Halbmarathon geschafft. Und mehr, jetzt mit treuhand Experten, mit einigen Unternehmen, Wachstum, schon genug zu tun. Muss ich jetzt einen Halbmarathon wirklich machen, ist so die Frage, wo ich mir aktuell stelle. Mega spannend. Ich nehme an, der Stefan hilft dir da dabei, die Frage zu beantworten. Ja, er meint nicht unbedingt. Und ich bin eben wieder ein bisschen in dieser Sicht, doch, ich muss, weil es ist so ein bisschen, ja, es ist nicht abgeschlossen. Ich habe gerne abgeschlossene Sachen. Nee, da bist du wahrscheinlich der Treuhänder, oder? Treuhänder, Unternehmer, weil wenn Leute haben ja auch Ziel. Sie sagen ja auch, das ist das Ziel. Das Ziel war von mir ein Halbmarathon-Rennen. Das Ziel war nicht, logisch, abnehmen ist ein guter Aspekt davon. Aber das Ziel war, Marco, du rennst einen Halbmarathon. Das ist das Ziel, auf das habe ich trainiert. Mhm. Und das Ziel ist jetzt nicht erreicht. Jetzt muss ich nochmal Nachlauf nehmen, weil ich sage, eben so, müssen. Ich will nochmal Nachlauf nehmen, weil das Ziel noch nicht erreicht ist. Ja, aber du hast ja Zeit. Das muss ja nicht alles immer heute und morgen sein. Man kann ja auch gewisse Sachen noch ein bisschen rausschieben zwischen dir. Aber ich glaube, du bist mit Stefan in sehr, sehr guten Händen. Und ich bin gespannt. Meldest du dich, wenn du dann rennst oder ob du nicht rennst. Gut. Hey Marco, abschliessend. Ja. Du hast selber jetzt in kurzer Zeit ein cooles, grosses Unternehmen aufgebaut. Mhm. Und du beratest täglich andere Unternehmen. Mhm. Was sind so die drei grössten Tipps, die du eigentlich jedem Unternehmer und jeder Unternehmerin, die zulässt, würdest mit auf den Weg geben für ihr eigenes Ding? Ich würde, ein grosser Tipp ist, warte nicht zu lang. Das ist das, wo ich so oft gesehen, Leute verfolgen ihren Traum erst mit, wenn sie Geld haben, wenn sie alles schon haben, wo eigentlich sie wollen. Warte nicht zu lang, vertrau den Weg. Geh und mach den Schritt. Und dann kommt es kommt, wie es kommt. Find deinen Weg. Das ist sicher ein grosser Tipp. Der zweite Tipp ist, fokussier dich. Fokussier dich auf deine Kernkompetenz. Fokussier dich auf was du gut bist. Lern immer mehr. Immer lernwillig sein, aber fokussier dich. Das ist sicher der zweite. Und das dritte ist noch so ein Buchhalter-Tipp. Schau, dass du deine Finanzen im Griff hast. Wenn du ein Unternehmen machst, Finanzen hat immer noch einen grossen Teil, einen Einfluss in dein Unternehmen, wie du dich fühlst. Wenn's dir finanziell gut geht, also du profitabel bist mit deinem Unternehmen, geht es dir auch besser als Unternehmer, als wenn du jeden Monat musst den Rappen umdrehen und weißt nicht, ob du überlebst. Hol dir Hilfe, wenn du nicht gut bist. Und wenn du schon gut bist, dann schau deine Finanzen gut an als Unternehmer, weil das ist in der Schweiz und in jedem anderen Land sehr wichtig. Definitiv kann ich alles nur unterschreiben. Es sind schon zu viele Firmen müssen Konkurs anmelden, weil es eigentlich gut gelaufen wäre, aber die Liquidität zum Beispiel nicht im Griff gehabt haben. Also da lieber einen Experten an die Hand nehmen und einmal nachfragen, wenn man sich nicht ganz so sicher ist. Hey Marco, merci vielmals für deine Zeit, fürs Teilen von diesen verschiedenen Stories. Ganz viel Erfolg weiterhin und alle, die bis jetzt zugelassen haben, vergessen nicht, euch mal für das unverbindliche Gespräch anzumelden mit dem Marco und zu schauen, wer euch vielleicht nächstes Jahr besser kann eure Treuhänder Dienstleistungen übernehmen. Ganz schönen Tag. Merci vielmals, bist du dabei gewesen. Danke dir, Nico. Tschüss, ciao, ciao. Tschüss, ciao, ciao.